Max Franz ist der Shootingstar der alpinen Speedherr. Seit seinem Sieg in Gröden gilt er für viele als Topfavorit auf den Triumph auf der Streif in Kitzbühel. Im Krone-Weltcup-Haus meinte er vor dem ersten Rennen am Freitag dazu: Ja, es klingt ja sehr schön. Also ist ja nicht so, dass man da so ein, dass einem sowas nicht gefällt. Aber es ist ganz klar, ich habe jetzt das letzte Rennen, was wir gefahren sind, habe ich gewonnen, bin gut gefahren, muss es aber erst einmal wieder bestätigen. Ich bin coole Trainings gefahren in Wengen. Die Trainings da haben jetzt auch gepasst. Heute zumindest war eigentlich sehr gut, bis auf das letzte Stickel. Es muss aber alles zusammenpassen, dass du da von ganz oben runterlachen kannst. Das Hahnenkamm-Wochenende 2016 hat sich bei Franz eingebrannt, im negativen Sinne. Bei seinem ersten Training kam er schwer zu Sturz. Es war ärgerlich. Eigentlich habe ich nicht lange gebraucht zum Verarbeiten, habe ich mir eigentlich gedacht, weil es ein sinnloser Fehler war. Ich war nicht ganz bei der Sache und dann geht sowas halt schnell. Das ist ein Moment kurz unaufmerksam oder, ja, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Wirft sich halt gleich ab. Also du musst immer alles vor dir haben. Es war gleich als Fehler abgestempelt. Ich habe gleich angefangen, dass ich mich zurückkämpfe. Es ist dann noch ausgegangen, dass ich in dem Jahr noch zwei Rennen fahre, drei Rennen. Und ist halt gar nicht so schlecht gelaufen. Es war dann alles ganz gut. Ja, erstes Training. Ich habe mir gedacht, war alles abgekackelt. Nach der Besichtigung war schon wieder ein bisschen ein Gefühl da, halt, das muss ich erst nochmal richtig runterfahren, dass das passt nachher für mich. Und so war das erste Training angelegt und es passt. Auch in den heutigen beiden Trainings hat die Streif bereits einige Opfer gefordert. Unter anderem Max Franz Teamkollege Ottmar Striedinger. Ja, das ist richtig blöd zugegangen. Also, siehst du mal, was da los ist, wie gut die Pisten benannt ist oder wie jetzt auch eigentlich, dass du einfach mal einen Hinterbocken ausreißt, weil Fehler so hat er eigentlich gar keinen gemacht. Da bist du halt ja, aufs Material angewiesen. Ja, es zeigt halt wieder, du darfst da aber keinen Fehler machen. Du musst da voll bei der Sache sein, weil sonst hat sie gleich mal wieder erwischt. Der Kitzbühel-Wahnsinn hat Max Franz also wieder. Der mediale Aufruhr ist enorm. Für den Kärntner aber kein großes Problem. Ja, es ist die letzten Jahre schon immer gleich. Also es gehört zu Kitzbühel dazu. Es ist schön so, dass es so ist. Um auf der Streif Top-Leistungen bringen zu können, hilft aber ohnehin nur eines. Ruhig bleiben.